Ich habe hier eine Pizza für MacAllen. Tatsächlich? Es gibt hier keinen... Moment mal, waren Sie nicht eben schon hier? Ich? Nee. Ich liefere Pizzen nach Venice. Hier oben war ich noch nie. Nette Hütten, saubere Fußwege und gute Luft. Ich könnte schwören. Na gut, geben Sie mir die Pizza. Ich sorge dafür, dass Mr. MacAllen sie so schnell wie möglich erhält. So nicht, Süßer. Die muss jetzt abgeliefert werden, bevor sie kalt wird. Du weißt doch, wie Mr. MacAllen reagiert, wenn der Mozzarella kalt ist. Ich kann hier im Moment nicht weg. Na gut, steigen Sie in den Aufzug. Ich schicke Sie zu Mr. MacAllens Büro hinauf. Aber Sie kommen sofort wieder runter, verstanden? Was für eine herrliche Aussicht. Von hier oben kann ich die ganze Stadt sehen. Was ist das? Es sieht... Liebes Bisschen, es sieht menschlich aus. Ich glaube, die Neuerer züchten diese Wesen aus irgendeinem Grund. Vielleicht als Soldaten? Den Krieg muss ich verhindern. Sie sind menschlich. Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente verstreut. Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente verstreut. Papiere. Hier gibt es nichts. Das bin ich. Das ist mein Name, meine Adresse. Offensichtlich sind sie... Himmel, sie verfolgen mich, sie überwachen mich. Oh, oh. Oh. Du warst die letzte Person, die ich erwartet hätte, Reisende. Ich habe Unsummen an Geld und Material aufgewendet, um dich zu finden, noch bevor wir deinen Namen kannten, bevor du nach Newport kamst. Und dann fällst du mir einfach in den Schoß, wie eine Maus, die in eine große Falle tappt. Suchst du etwa den Hüter? Tut mir leid, aber er ist nicht hier. Er wird woanders festgehalten. Er erwartet deine Anweisungen. Du hast doch welche, nicht? Die Anweisungen zum Weg ins Reich des Hüters. Tut mir leid, ich habe den Eingang zum Reich des Hüters nicht gefunden. Schade. Wirklich schade. Und ich dachte, du wärst auf deiner Reise durch Arcadia gut vorangekommen. Aber wenigstens hast du die Scheibe und die beiden Juwelen, die mir fehlen. Sehr fürsorglich von dir. Ich dachte schon, ich müsste sie mir selbst holen. Ich habe Freunde. Oh, die hast du. Die hast du. Die allerbesten Freunde. Dass ich nicht lache, Mädchen. Hast du wirklich erwartet, dass dein guter Freund Cortez dir die Wahrheit erzählt? Oder dass er dich wie ein Märchenheld retten kommt? Sie benutzen dich. Tobias, Cortez, der verfluchte Kinn. Alles deine Freunde. Sie benutzen dich allesamt für ihre eigenen egoistischen Gründe. Sie sind nicht anders als ich, Reisende, und keinen Deut besser.
Wieso haben Sie mich benutzt? Die Wächter sagen eines, ich sage etwas anderes. Es ist doch alles subjektiv, oder nicht? Hört sich das denn so bösartig an, dass ich die beiden Welten wieder vereinigen will und die Menschheit ihrer wahren Bestimmung zuführen will? Nein, aber der Weg, den du dafür wählst... Der Weg, den ich wähle? Was ist mit den verfluchten Wächtern? Haben sie nicht die Wahrheit jahrtausende lang vor den Menschen verborgen? Sie haben die Vergangenheit begraben und die Arcadia mit ihrem überholten Glauben indoktriniert. Nein, man hat dich wie jeden anderen auch von der Wahrheit ferngehalten, Reisende. Du bist auch nur eine Figur auf dem großen Schachbrett und nicht mal eine wichtige. Du bist nur ein Bauer. Jetzt gib mir die Scheibe und die Juwelen, die Drachenaugen, damit wir das Spiel beenden können. Ich bin sicher, dass du mehr über das Reich des Hüters weißt, als du zugibst. Ich werde die Information auch bald bekommen. Schon sehr bald. Ich werde dir gar nichts geben. Ich habe eine Armee ergebener Soldaten in diesem Gebäude, Reisende. Mir gehört diese Stadt. Was willst du tun? Eine Revolte mit deinen Freunden anzetteln? Vergiss das Reisen. Hier gibt es magische Barrieren, die das verhindern. Na schön, ich gebe auf. Hier sind die Scheibe und die Juwelen. Siehst du, ich habe nicht gelogen, wie einige deiner Komplizen. Du hast keine Wahl. Du musst mir geben, was du hast. Gut. Wen kümmert es auch? Ich bin erschöpft und ich gebe auf. Cortez hat mich verlassen. Ich habe meine beiden besten Freunde verletzt und vielleicht hast du sogar recht. Vielleicht bist du nicht anders als die Wächter. Vielleicht sind sie genauso schlecht wie du. Und vielleicht verdient ihr einander. Es spielt keine Rolle mehr, du hast gewonnen. Was wirst du jetzt tun? Lass mich raten. Das war wohl der heldenhafte Versuch, dem Schurken ein Geständnis zu entlocken, bevor der letzte Akt des Stücks beginnt. Fein. Ich bin immer für eine befriedigende Auflösung. Was jetzt? Ich habe den Hüter, ich habe die Scheibe und die Juwelen, den Schlüssel zum Turm. Und wenn du ein artiges Mädchen bist, werde ich bald wissen, wo der Eingang liegt. Du brauchst mich also nicht mehr? Ehrlich gesagt, nein. Aber jetzt, wo ich den Hüter habe, ist deine Rolle ausgespielt. Natürlich erst, nachdem du mir erzählt hast, was du weißt. Was wird dann aus mir? Nichts. Ich lasse dich einfach gehen. Du kannst mir nichts mehr anhaben und ich bin nicht gewalttätig. Normalerweise jedenfalls nicht. Was ist Cortez zugestoßen? Cortez? Gordon hat sich um ihn gekümmert. Er hat sich zu sehr eingemischt. Es gibt Regeln und Cortez hat sie verletzt. Er hat dich in die Sache verstrickt. Er hat ganz klar die Regeln verletzt. Was wirst du tun, wenn du den Eingang zum Reich der Hüter geöffnet hast? Gordon Holloway wird den Platz des Hüters im Turm übernehmen und nach meinen Vorstellungen regieren. Die Welten werden vereint und die Erde wird wieder ein Reich sein, wie es war und wie es immer hätte sein sollen. Das ist also alles Teil deines Plans, die Erde zu beherrschen? Wenn du es so siehst, ja. Aber ich werde ein gnädiger und gerechter Herrscher sein, meine Liebe. Wo ist der Haken? Du bist schon über 60. In weiteren 60 Jahren bist du tot. Und was dann? Hinterlässt du dein Königreich deinem Erstgeborenen?
Ich werde viel länger als nur noch 60 Jahre hier sein. Sehr viel länger. Du kennst mich tatsächlich nicht, oder? Du weißt nichts über mich. Offenbar nicht. Wie bist du zu den anderen beiden Juwelen gekommen? Eins besaß ich schon seit ewigen Zeiten. Das andere kam vor einer Woche durch glückliche Umstände in meinen Besitz. Und jetzt habe ich auch noch die beiden letzten. Und die Scheibe. Warum hast du die Juwelen und die Teile der Scheibe nicht selbst gesucht? Ich hätte es getan. Aber meine Macht über Arcadia war leider begrenzt. Bis jetzt. Die Tyren erwiesen sich als wertvolle Ergänzung meiner Gefolgschaft. Mit ihrer Hilfe konnte ich den größten Teil meiner Opposition in Arcadia loswerden. Trotzdem hätte ich der Hilfe der Wächter bedurft, um die Steine zu finden. Ich bin zwar ein charismatischer Mann, aber ich bezweifle, dass sie mir alles erzählt hätten. Und glaubst du, dass die magischen Rassen mir geholfen hätten? Nein, sie mussten auf ihren Erlöser warten und darauf, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Und du schienst die Richtige zu sein. Warum hätte ich das nicht ausnutzen sollen? Auch das weiße und das blaue Juwel der Draken hätten sich mir nicht ergeben. Den Kampf musste ich tunlichst vermeiden. Aber die Zeit läuft, Reisende, und das Rad des Gleichgewichts dreht sich weiter. Bitte steige rechts in den Fahrstuhl. Ich möchte dir etwas zeigen. Was denkst du? Was ist das? Das ist das Endergebnis jahrhundertelanger Arbeit und Forschung der Neuerer. Eine Zugstation für Reisende wie dich. Reisende Krieger. Sag mir, was hältst du davon? Ich bin beeindruckt. Das solltest du auch. Diese Technologie hier könnte... Nein, sie hat die Welt auf eine Weise verändert, die du nie verstehen wirst. Und jetzt gib mir die Scheibe und die Juwelen. Aber diesmal keine Tricks, sonst müsste ich dir sehr wehtun. Ich frage dich zum letzten Mal, aber nur, weil ich ein geduldiger Mensch bin. Wo ist der Eingang zum Reich der Hüter? Es liegt in Reading, in England. Wie bitte? Rechts neben dem Bahnhof gibt es ein nettes kleines Café. In diesem Café auf der Damentoilette findest du den Eingang, nach dem du suchst. Was sehe ich da? Humor. Ich muss sagen, eine unpassende Art, die Sitzung zu beenden. Na gut, ich gehe jetzt. Und wenn ich zurückkomme, wirst du vielleicht etwas mitteilsamer sein. Aufzug verriegelt. Ausgang Gleiterplatz geschlossen. Ausgang Gleiterplatz.
hinter mir her. Oh, das war kein guter Einfall. Wollen wir das nicht lieber bei einer Tasse Kaffee diskutieren, anstatt dieses Ich-muss-April-umbringen-Spielchen zu spielen? Na gut. Hilfe! Du scheinst in schlechte Gesellschaft geraten zu sein, Signorita. Du solltest das nächste Mal besser aufpassen. Wo hast du gesteckt? Was? Du hast dir Sorgen gemacht? Ja. Nein, ich meine, ich hatte Angst, du wärst... Na, du weißt schon, tot. Du sorgst dich also um mich? Ave Maria Purissima. Du sagst nicht mir, ich soll verschwinden? Das wird mir fehlen. Nicht darüber, Cortez. Ich hätte deine Hilfe in den letzten Tagen mehr als einmal gebraucht, aber du warst nie da. Perdóname. Vergib mir, Señorita. Ich war indisponiert. Als ich gestern Abend endlich aus meinem Gefängnis entfliehen konnte, habe ich sofort nach dir gesucht. Ich muss sagen, du hast eine interessante Spur hinterlassen. Was soll das heißen? Das Grenzhaus, genau genommen fast ganz Venice, stand unter Bewachung. Die Neuerer fragen sich, wie du es geschafft hast, ihren Agenten zu entwischen. Mit Magie? Das dachte ich mir. Du hast in Arcadia wohl einiges dazugelernt. Ich bin ein richtiger Pfadfinder geworden. Es ist erstaunlich, wie man über sich selbst hinauswächst, wenn es nicht anders geht. I see. Ich habe es bemerkt. Wie haben die Neuerer dich erwischt? Mit einer kleinen Armee und der Hilfe eines sehr gefährlichen Mannes, Gordon Holloway. Ich habe ihn kennengelernt. Nicht gerade umgänglich. Und könnte etwas Sonne vertragen. Gordon ist ein Geschöpf der reinen Logik. Er wurde als Kind geteilt. Eine Hälfte zog nach Stark, die andere nach Arcadia. Er ist das Opfer eines furchtbaren Experiments der Neuerer. Der Strudel des Chaos, stimmt's? Genau. Seine ungezähmte, magische, chaotische Hälfte. Was die Leute seine Seele nennen würden. Gordon wäre der Hüter geworden, wenn ihn die Neuerer nicht gebrochen hätten. Ich kenne die Geschichte. Kann er trotzdem Hüter werden? Die Neuerer glauben es. Aber wenn er Hüter wird, wird er das Gleichgewicht verdrehen und zu seinem Vorteil missbrauchen. Ich darf gar nicht daran denken, welche Auswirkungen das hätte. Hast du mir wirklich alles erzählt, was ich wissen muss, Cortez? Worüber? Darüber. Über alles, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe dir alles erzählt, was ich dir erzählen konnte. Ja, klar. Wie du weißt, habe ich ein Gespräch zwischen dir und deinem Freund Vater Raul belauscht. Und dann McAllen. Jacob McAllen? Ist er hier? Er war hier. Er ließ diesen Mutanten auf mich los, damit ich ihm erzähle, wo das Portal zum Reich des Hüters liegt. Ay Dios mio, wir müssen dich so schnell wie möglich hier wegbringen. Er ist sehr gefährlich. Na, wenn das kein Familientreffen ist. Du kannst mich nicht hinters Licht führen, Bruder. Die Neuerer? Mehr ist dir nicht eingefallen? Wenn du dich schon in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischt, wäre es besser gewesen, etwas subtiler vorzugehen. Er packte den Drachen und hielt ihn 1000 Jahre fest. Endlich wieder frei, Bruder. Dass du unter Menschen weilst, in einem Männerkörper und mit einem Männernamen wie McAllen. Das Gleichgewicht hat es nicht gut mit dir gemeint. Das Gleichgewicht wird sterben, Bruder. Die Waagschale senkt sich und die alten Mauern stürzen ein. Das Zeitalter der Drachen steht bevor. Egal, ob du dich uns anschließt oder nicht. Bei dir mitmachen? Du stehst für alles, was ich verachte.
Du hasst und fürchtest diese Sterblichen so sehr, dass du das Chaos über sie bringst, um sie zu vernichten. Aber du wirst dich nur selbst zerstören. Unsere Zeit wird kommen, aber nicht durch dein Handeln. Sind die Welten der Sterblichen so wichtig für dich, dass du vergisst, wer du bist? Ich habe nie vergessen, wer ich bin. Das hast nur du verbrochen, Bruder. Osiris! Es ist immer noch Zeit. Du bist Fleisch von meinem Fleisch. Mein Blutsverwandter. Du bist ein unsterblicher Drache. Unsere Schicksale lasten auf der Waagschale des Universums. Wo hast du nur all die Klischees her? Blutsverwandte. Stört es dich gar nicht, dass sich das anhört wie aus einem schlechten Stück? Naja, dein Sarkasmus wird mir nicht fehlen, Bruder. Er wirkte immer ein wenig angestrengt. Tabas! Tess' Uhr ist stehen geblieben. Oh nein, sein Herz. Das hat Brian also gemeint, als er sagte, Cortez nennt sie sein Herz. Sein Herz schlägt nicht mehr. Ist Cortez tot? Ich kann es einfach nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn, weil... Er ist tot. Alle sterben. Aber warum nur? Ich kann nicht... Alle, die ich liebe, sterben. Alle, die ich liebe. Isolationskammer entriegeln? Ich glaube, ja. Die vollständig zusammengesetzte Steinscheibe. Im Drachenfeuer geschmiedet und im kalten Wasser der Wächterenklave gekühlt. Und warum hat das so lange gedauert? Verzeihung, ich rede mit Ihnen. Halt! Du nervst, Jerry.
Hallo, Flipper? Oh nein, was ist mit dir passiert? Sie haben auf mich geschossen und die Karte mitgenommen. Wer? Es tut mir leid. Ich dachte... Aber sie hat mir versprochen, ich würde wieder laufen können. Wer hat es versprochen? Holloway, die Neuere. Ich hatte einen Vertrag mit ihnen. Wenn du hier wieder auftauchst, sollte ich sie benachrichtigen. Sie wollten die Informationen auf der Karte. Sie wollten dich. Du hast mich an die Neuere verkauft? Es tut mir so leid. Sie haben mich bedroht. Sie sagten, du kannst wieder laufen oder du stirbst. Deine Wahl. Meine Wahl. Ich verstehe. Bleib ruhig und beweg dich nicht. Ich rufe die Polizei und dann... Nein! Nein, nicht. Ich sterbe und sie würden mich nur ins Gefängnis werfen. Hör zu, April. Ich habe die Karte entziffert. Sie haben sie mitgenommen, aber ich... Hab eine Kopie gemacht. Da drüben. Auf dem Bildschirm. Was muss ich da sehen? Ich habe mit der Karte, die du mir gegeben hast, herumgespielt. Und da fehlten Informationen. Ich... Warum ruhst du dich nicht etwas aus? Sag bitte nichts. Ich muss aber. Sie haben die Karte. Siehst du das blinkende Kreuz? Das ist das Ziel auf der Karte. Irgendeine Anomalie, schätze ich. Darüber gibt's in keiner Datenbank was. Aber rechts, rechts daneben liegt ein Raumhafen. Die Station Morgenstern. Transferterminal zu den Kolonien, Luxus, Hotels, Casinos. Um zu dieser Position auf der Karte zu kommen, musst du nach Morgenstern fliegen. Holloway wollte etwas mitbringen. Nach oben auf die Station. Ich hörte sie darüber reden. Es hörte sich wichtig an. Der Hüter. Er muss der Hüter sein. Diese Typen sind gefährlich. Sei vorsichtig. Ich bin unsere einzige Chance. Ich weiß. Pack sie dir. Geh nach oben. Nach Morgenstern. Tu, was du zu tun hast. Das werde ich. Es tut mir leid. Fehlt dir was, Flipper? Flipper! Verdammt. Danke. Willkommen, Madam. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich als Kolonist eintragen. Sehr gut, Madam. Sie werden diese Entscheidung nicht bereuen. Das kann ich Ihnen versichern. Ich fürchte doch. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Gut.
Wir werden uns bemühen, die perfekte Kolonie für Ihre Bedürfnisse zu finden, nachdem Sie diesen einfachen Auswahlfragebogen ausgefüllt haben. Warum nennen Sie es nicht einfach Sklaverei? Das ist es doch, oder etwa nicht? Gewiss nicht, Madame. Unsere Siedler werden bestens versorgt und voll bezahlt. Egal. Ich muss an Bord eines Schiffes, das mich durch die Morgenstern-Transferstation bringt. Es gibt ein Schiff, das heute Abend mit Kolonisten nach Bokamba 8 startet. Es macht einen Zwischenstopp auf Morgenstern. Aber Sie sollten vielleicht erst unsere Broschüren durchlesen. Tragen Sie mich für, wie war das noch, Bokamba 8 ein. Da möchte ich hin. In Ordnung, Madame. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis aus Newport und legen Sie Ihren Daumen auf das schwarze Feld. Schon sind Sie registriert. So, das war's, Madame. Sie sind jetzt eingetragen. Wenn Sie jetzt nur Ihr Gepäck nehmen... Kein Gepäck. Gar nichts, Madame? Auch nicht schlimm. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, wenn Sie in der Kolonie ankommen. Gehen Sie einfach zum Warteraum beim Ausgang 1. Ich muss Sie noch daran erinnern, wenn Sie heute Abend nicht an Bord des Schiffes gehen, stellt dies einen Vertragsbruch dar und wir werden Sie inhaftieren lassen. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Alle wirken müde und verloren. Restaurants, Geschäfte, Casinos, Bars. Alles entworfen, um den Kolonisten auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zu ziehen. Na, da wo sie hingehen, brauchen sie sowieso kein Geld mehr. Die Erde. Ich hätte nie gedacht, dass sie so schön und friedlich aussehen kann. Die Damentoilette. Wenn man mehr als einen Koffer hat, muss man den Rest zurücklassen. Dann filzen diese Verbrecher den Inhalt und verkaufen alles an die Geschäfte, nachdem sie die Halle geleert haben. Hey da! Hier darfst du nicht durch, Kolonist. Eine Stationswache, die Kolonisten von den Sperrgebieten fernhält. Mit anderen Worten, er passt auf, dass keiner abhaut. Abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Hier sind 300 Frauen und die Damentoilette ist abgeschlossen. Na prima. Die Herrentoilette. Ein Reich großer Geheimnisse und schlechter Gerüche. Die Reise will ich lieber nicht antreten. Tief durchatmen und versuch nicht zu atmen. Pop ab, wenn Männlichkeit gefragt ist. Wirkt sofort. Das Geheimnis ist gelüftet. Um Pop ab, den Quell der Manneskraft zu kaufen, führen Sie bitte Ihre Bank- oder Kreditkarte ein. Vielen Dank, dass Sie Pop-Up, den Quell der Manneskraft, gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass die unmäßige Anwendung von Pop-Up, dem Quell der Manneskraft, unkontrollierte Zuckungen auslösen kann.
Ich darf nicht darüber nachdenken, was darin passiert ist. Ich will's gar nicht wissen. Ich werde ein andermal gehen. Ich will's gar nicht wissen. Ich werde ein andermal gehen. Ich werde ein... Ich will's gar nicht wissen. Und mir die Finger schmutzig machen? Kaum. Ein Abfalleimer. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben besteht aus dem Hin- und Herschieben von Müll. Komische Sache. Hallöchen, da ist ein Loch in der Wand. Gut getarnt. Ich muss zugeben, das sind Sicherheitsfanatiker. Ein Gitter. Es verdeckt einen schmalen Durchgang. Fest verschraubt. Verflucht sei der Tag, an dem ich meinen Schraubenzieher hergegeben habe. Licht am Ende des Tunnels. Er führt wohl in einen größeren Luftschacht oder Versorgungstunnel. Eine Überwachungskamera. Sie ist über ein Glasfaserkabel mit einem Stationsbildschirm verbunden. Was ist hier los? Wer ist da? Heda, stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Ist eine genug? Ach, zum Henker, ich tue sie alle rein, nur um sicher zu gehen. Ich kann sie ja nicht selbst gebrauchen. Eine der Stationswachen. Das schmeckt irgendwie komisch. Ich fühle mich... Himmel! Ich spüre tatsächlich... Oh, verdammt! Hoffentlich hat Madame Joyce roter Salon auf der Promenade geöffnet. Das hier ist ein echter Notfall! Ein Uniformmantel. Da ist was in der Tasche. Ein kurzer, dünner Zylinder. Ich glaube, das ist ein Magnetschlüssel. Der kann recht nützlich sein.
eine Reihe von Überwachungsbildschirmen mit den Kameras der Station verbunden. Eine Reihe von Überwachungsbildschirmen mit den Kameras der... ich glaube, hier sind alle Gefangenen der Station aufgeführt. Mal sehen. Genau, Zellenbelegung. Zelle 1, Agis T. Bryan. Zelle 2, Ruth Pavani. Zelle 3, Morgan Enger. Zelle 4, Hammer Hansen. Zelle 5, Flücht G. Holloway. G. Holloway? Gordon? Das muss er sein. Der Hüter sitzt in Zelle 5. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Du warst schwer zu finden. Du sprichst Narwin? Kommst du aus Arcadia? Nein, aber ich habe viel geübt. Ich bin ein Reisender wie du. Und wie es aussieht, der nächste Hüter. Obwohl ich im Moment nur April bin. Adrian, bist du hier, um mich zu befreien oder um mich noch weiter auszufragen? Ich gehöre zu den Guten. Eigentlich bin ich die Letzte, die von den Guten übrig geblieben ist. Das Gleichgewicht bricht zusammen. Ich wollte das Reich des Hüters nicht verlassen, aber ich musste es tun. Niemand macht dir einen Vorwurf. Aber wenn wir nicht bald losgehen, werden wir die Welt nicht mehr retten können. Die Welten. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Was sollen wir tun? Bleib in meiner Nähe und lass mich alles erledigen. Ich habe in letzter Zeit viel Übung mit Ausflüchten bekommen. Ich werde alles tun, was du sagst. Das ist Adrian, der Hüter. Adrian. Der Hüter sitzt... Negativ auf Ihre Anfragezentrale. Jemand macht... Alles in Ordnung, Negativ auf Ihre Anfragezentrale. Jemand macht gerade Pause. Ende.
Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen. In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Eine Ein-Mann-Kapsel. Warte einfach hier. Ich versuche, einen Weg durch das Wurmloch zu finden. Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Bestätigt, Zentrale. Lieber Himmel, das dauert ja ewig. Das da oben ist T11 und da unten ist V413. C34, 102 und 103, D99, 1 bis 4 und E2019. Die Inventardatenbank. Darin sind alle Teile gespeichert, die im Frachtraum gelagert werden. Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich! Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich L10-9.
E1489 bis 102 und L10-9. L10-9, das muss es sein. Der Sauerstofffilter für die Wartungskapsel. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Steig in diese Maschine. Was ist das? Eine Kapsel mit einem besonderen Raumanzug. Ach, du kannst ja nicht wissen, wovon ich rede. Jedenfalls wird es dich schützen, wenn wir durch das Portal reisen. Das ist das Wichtigste. Wie kann ich es benutzen? Du brauchst nichts zu tun. Ich werde direkt nach dir starten. Und wenn ich dich eingeholt habe, reisen wir gemeinsam durch das Portal. Ich verstehe. Eines noch. April, wenn wir in das Reich des Hüters kommen, werden wir vielleicht getrennt. Ich muss dich warnen. Wovor? Vor den drei Prüfungen, die du bestehen musst, bevor du zum Brunnen der Schöpfung kommst. Noch mehr Prüfungen? Ich dachte jetzt, wo ich die Scheibe habe... Die Scheibe ist nur der Schlüssel und der Ersatz für die Scheibe, die ich zerbrach, als ich den Turm verließ. Du musst dem Gleichgewicht noch beweisen, dass du würdig bist, 1000 Jahre lang die Verantwortung des Hüteamtes zu übernehmen. Okay. Sag, wie laufen die drei Prüfungen ab? Die erste Prüfung ist die der Macht. Vernichte einen mächtigen Gegner mit Hilfe deiner magischen und kriegerischen Begabung. Na toll. Ich habe weder eine magische noch eine kriegerische Begabung. Und die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung ist die des Geistes. Du musst dich deiner größten Furcht, der Dunkelheit in deinem Herzen, stellen, um weiterzukommen. Spinnen? Vielleicht kennst du deine größte Furcht noch gar nicht, April. Sie ist in deinem Herzen verschlossen. Die dritte Prüfung ist die der Materie. Um zum Brunnen der Schöpfung zu gelangen, musst du mit allen Mitteln eine schier unüberwindliche Barriere hinter dir lassen. Die dritte Prüfung klingt noch am einfachsten. Und war's das? Wenn ich alle drei Prüfungen bestehe, bin ich durch? Ja. Wie ich schon sagte, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht bei dir sein kann. In dem Fall musst du dich auf dem Weg zum Turm machen. Gut. Ich hab's verstanden. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor uns jemand findet. Steig in die Kapsel und mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt hinter dir. Yeah.
Ist da jemand? Verglichen mit diesem Ort war Arcadia regelrecht normal. Blauer Sand, sowas habe ich außer bei Picasso noch nie gesehen.